choice, go fight against your fate. Hey, Annie, are you walking? Are you walking? Yeah, ja, ja, und willkommen. Mein Name ist Danny Wolfe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier weiter in der Story. Boom, nimm das. Und ja, wir sind hier wahrscheinlich bald vor unserer Konfrontation mit Sonntag. Das sieht ja schon voll nach Boss aus, ne? Und ja, gucken wir mal. Wir schreiben 2-3 Tage nach der letzten Aufnahme. Ich hatte ehrlich gesagt ziemlich Glück, und zwar mit dem Timing hier. Im Moment ist gerade, wo ist es hier, das am Laufen, ne? Garten des Überflusses, das kommt hin und wieder mal, ne, in dem Spiel. Das bedeutet sozusagen, oh, du hast für eine Woche lang irgendwie ja doppelte Droprate für einige Sachen, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Erfahrungspunkte oder Spuren, ne? Oder andere Sachen, ne? Manchmal gibt es sowas für das simulierte Universum, ne? Dann kriegst du doppelte Belohnung dafür. Und ja, da kam ehrlich gesagt ziemlich recht, ne? Das hier gibt uns mehr Erfahrungspunkte, Credits, Spurenmaterialien, was eigentlich mal das Beste ist, ne? Und ja, da ich das Doppelte halt bekommen habe, jedes Mal hat es das ziemlich einfach gemacht, hier meinen Charakter hier hochzuleveln in Sachen Spuren. Ich habe schon 2 Sachen auf Level 9 und 2 Sachen auch voll fast maximiert, ne? Normaler Angriff und ja, Talent. Also ja, mein Hauptcharakter ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich, ich habe ihn außerdem ein paar Sachen von einem meinen anderen Charakteren gegeben, die ich noch nicht benutze, zum Beispiel, wie heißt die mal, Shuyi, sie hier, die Kollegin, die macht auch viel, ja. Sie macht auch viel Bruch-Effekt. Aber ich habe die mal kurz hier meinen Hauptkacke gegeben, weil er da ein bisschen mehr braucht, ne? Ich habe ja alles freigeschaltet, die ganzen passiven Sachen, ne? Mehr Bruchverstärkung, mehr imaginären Schaden und also die ganzen Bonusfähigkeiten und also was, ne? Habe ich sogar schon ein bisschen mal gespielt, weil hier so gerade so ein Event am Laufen ist, dieses Ding hier. Da muss man irgendwie hier so, weil nicht. Das ist so ein bisschen so roguelike, ne? Nach jedem Kampf musst du irgendwie so ein Item auswählen, das du irgendwie ausrüsten kannst, verstärken kannst und so, ne? Und ja, das ist ziemlich cool. Und da kam, da war irgendwie eine so eine Level, wo du Brucheffekt haben musstest, und da habe ich meinen Charakter mal ausprobiert, und ja, läuft eigentlich ziemlich gut. Also ich weiß so ungefähr, wie er jetzt so funktioniert, ne? Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier so gleich so abgehen wird. Hier ist nichts. So, unser Team ist noch unverändert, ne? Ich würde ehrlich gesagt lieber jemand anderen im Team nehmen außer Archon. Allerdings habe ich niemand anderen, der ihr Damage dealen kann. Ich hätte noch Sparkle hier von Pinakoni, aber ja, Sparkle ist halt ein Harmoniecharakter, und Robin und mein Hauptcharakter sind jetzt schon Harmoniecharaktere. Also Charaktere, die da aus sind, hier Charaktere zu buffen, die Truppe hoch zu ballern und so. Ja, ich brauche natürlich jemanden, der auch angreift, ne? Und da kommt Archon als einzige. Ich wollte sagen, hier gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Vögel, ne? Da kommt Archon leider als einziges in Frage. Piep, urteile du darüber. Diese Puppe schubst nur herum, Piep. Alle sind am Tanzen, aber sie sitzen einfach nur voll rum. Sie ist sogar wütend geworden, als sie dafür geschimpft wurde. Die Puppe ist im Unrecht. Ja, das stimmt. Jetzt sieh dir nur an, wie sie so tut, als könnte sie uns nicht hören, Piep. Wenn ich der Sache etwas zu sagen hätte, dann müsste die Puppe alle zum großen Baum geschickt werden, um vom Professor Eule eine Lektion erteilt zu bekommen, Piep. Piep, du dort drüben. Du faulst ja schon wieder. Hör auf, wegzulaufen. Ja, ich habe offscreen versucht, noch einige Sachen zu machen. Allerdings bin ich da aus Versehen in hier Sparkles Companion Quest reingelaufen, ne? Die hier. Und zwar habe ich hier das Ding hier angesprochen. Ich gedacht habe, da kriege ich noch irgendwie was. Ja, jetzt kommt hier Musik. Mein Gott. Ich bin schon gefragt, wo die Musik die ganze Zeit ist. Also ja, ich bin aus Versehen da reingelaufen in die Quest, und da kam so eine Cutscene. Und das Ding ist, wenn man in der Cutscene drin ist,
und man geht zum Beispiel aus dem PlayStation-Menü raus, ne, so im Sinne von, oh, ich will diese Cutscene noch nicht sehen, ne, dann ja, wirst du sofort, wenn du das Spiel wieder startest, in die Cutscene reingepackt. Also ich konnte der Cutscene nicht mehr entkommen. Also das war ein bisschen doof, ne? Hier ist so ein Ding zum Aufladen, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Und ja, ich habe aufgenommen die Cutscene, die ich gesehen habe für Sparkles Quest. Allerdings konnte man geht da in so ein bestimmtes Gebiet rein und da konnte man wieder rausgehen und ich bin da wieder rausgegangen und als ich da wieder reingegangen bin, wurde die Cutscene nochmal abgespielt. Das heißt, mein Plan war eigentlich, ich hätte dann die Cutscene aufgenommen, ne, für den Fall, dass wir irgendwann mal Sparkles Companion Quest spielen. Und wird dann diese eine Cutscene, die ich dann jetzt aufgenommen hätte, irgendwann so davor packen. Aber da die sowieso nochmal abgespielt wird, muss ich mir darum keine Sorgen machen. Ne? Also ja, hat hier im Moment einen Einfluss. Weil ich will jetzt nicht die Companion Quest von Sparkle spielen, wenn wir ja mitten in der Story sind. Ne? Deswegen, ja. Aber ich hatte ihn dann irgendwie so lange aufs Eis gelegt und dann irgendwann da rangepackt, wenn wir die mal irgendwann spielen würden. Wenn überhaupt. Aber darum muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. So, ich habe eine E-Mail bekommen, weil man kriegt ja auch hin und wieder mal E-Mails von dem Spiel und so, ne? Und da gab es schon News über die nächsten Gachas und ja, ich darf nicht die Gacha spielen. Bute, das hat einige Gründe, ne? Ich habe ja gesagt, ja, vielleicht will ich ein paar Gachas spielen, ne? Solange ich nur 28.000 übrig habe für Glühwürmchen, wäre das ja eigentlich voll okay, ne? Aber so wie es ausschaut, ist die nächste Gacha Glühwürmchen und noch ein Charakter, den ich gerne haben würde. Also ein Rerun von einem älteren Charakter und zwar hier Rune May. Und ja, sie will ich unbedingt haben, weil ich meine, schaut sie euch an. Ich will ganz ehrlich sein, ich will sie nur für ihren Körper. Ihr Charakter gefällt mir irgendwie nicht so, aber mein Gott. Ach, boah. Ja, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Aber ja, das bedeutet, ich muss noch mehr Dinger hier ansammeln. Ich muss noch mehr Punkte ansammeln. Das heißt, ich kann es mir nicht leisten, jetzt hier für Bootel ein paar Dinge auszugeben, weil ich absolut sicher gehen will, dass ich genug habe. Weil ich müsste irgendwie mal mit 50.000 Dinger haben, um genau sicher zu gehen, dass ich beide Charaktere bekommen würde, weil die kommen genau in der gleichen Gacha, wenn ich mich nicht irre, ne? Piep, ist dir aufgefallen, dass ich größer werde? Ich habe ein Vögelchen im Boden gepflanzt und das Vögelchen ist wirklich groß geworden, Piep. Wenn ich mich weiter selbst verwässere, werde ich dann so groß, dass ich nicht einmal ins Theater passe, Piep. Das ist irgendwie unheimlich. Wo hast du Angst? Ich wette, ich kann noch höher wachsen als der große Baum. Boah, Entschuldigung. Wenn doch nur alle Vögelchen so groß werden können, dann müsste ich sogar Storm für uns verstecken, Piep. Das war eine geniale Idee. Ich werde Lady Vermilion sagen, dass sie alle in den Boden pflanzen soll. Piep. Also ja, ich muss viele Punkte ansammeln, um... Die Sache ist ja, ich brauche 28.000 für den Fall, dass ich die Gacha verliere, ne? Ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt kann ich angreifen. Ich kann ihn nicht erreichen. Na, warte, ich erreiche ich. Lass mich jemand mit einer Knarre rausholen. Topaz. Was? Ja, ich wollte schon. War ich mal bekommen. Ich hatte bei einem dieser Ballons, die, wenn man die zerstört, dann kriegt man ein Dingens. Ein Achievement. So. Okay. Okay, ich bin so einsam, so einsam. Diese Welt ist klein, so klein. Gast und halte ich mit mir umarme mich, demontiere mein Zifferblatt. Hast du gerade mit mir geflirtet? Denn so ein neuer Anmachspruch. Also ja, genau, das ist ganz einfache Mathe einfach, ne? Ich muss einfach genug Punkte hier übrig haben, um sicherzustellen, dass ich am Ende genug habe, ne? Weil ich brauche 20.000, 28.000, ne? Für den Fall, dass ich die Gacha verliere. Weil nach 10 Puls, ne, nach 9 Puls kriegt man ja automatischen 5 Sterne Gegenstand, ne? Aber ob man den
Charakter bekommt von der Gacha, ist natürlich auch noch Glück, ne? Deswegen muss man für den Fall, ich muss da lang, ne? Deswegen muss man sich hier sozusagen so ein paar Dinger zurückhalten. Komm ich da hin? Ja. Ja. Nein. Ah. Warte so. Ja. Und ja, ich tue ihm mal so schon vorrechnen, so für den Fall, dass ich die Gacha verliere, ne? Und da muss man sich halt genug Punkte zurückhalten. Bereithalten, meine ich. Für den Fall, dass man verliert, ne? Bis jetzt war ich noch sehr mit Glück gesegnet in diesem Spiel. Also Runemei war, glaube ich, auch der einzige Charakter, den ich haben wollte und noch nicht bekommen habe. Seitdem, aber alle anderen Charaktere, die rausgekommen sind, die ich haben wollte, habe ich auch bekommen. Also ich hatte sehr viel Glück, aber ich habe auch, glaube ich, immer genug Dinger, weil ich schon seit Tag 1 spiele. Aber ja, ich war sehr mit Glück gesegnet in diesem Spiel, ne? Man hat es ja schon gesehen mit hier Acheron, ne? Welche ich beim ersten Pull bekommen habe. Also es ist schon, ich wünschte, ich hätte so viel Glück in Genshin, ganz ehrlich. Aber da gibt es auch nicht mehr viele Charaktere, die mich jetzt so interessieren. Ja, habe ich das Gefühl, da ist es auch schwieriger, an Primogens zu kommen. Ich weiß nicht wieso. Dabei habe ich hier in diesem Spiel noch keinen Cent reingepackt. Ne? Und in Genshin tue ich hin und wieder mal. Wie komme ich da hin? In Genshin tue ich hin und wieder mal hier diesen Pass holen. Ja, so viele. So viele Kombinationen gibst du ja gar nicht. Hallo? Hier. Nee. Es geht dann schon wieder los, ne? Hey, den kann ich ja nicht so bewegen. Warte. Da nicht mal. Ja, so viele Kombinationen gibt es doch hier gar nicht. Und hier zu ändern bringt doch nichts, ne? Ich muss wieder so zurück, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, so muss ich dahin, ne? Pass auf. Na, das ist ein zu viel. Warte. Nein. Boah, warum ist das hier schon wieder so schwierig, ey? Was? Okay. Meine Güte. Ja, manche von denen sind so einfach, ne? Manche von denen sind so bockschwer. Tick-Tack, allein sein ist vielleicht gar nicht übel. Dann hat man viel mehr Zeit zum Nachdenken. Wenn ich eine außergewöhnliche Uhr wähle, habe ich vielleicht auch mehr Freunde. So, ich habe so das Gefühl, die nächste Gacha mit Glühwürmchen wird wahrscheinlich die meistgespielte Gacha in diesem Spiel. Und ich glaube, viele Leute wollen Glühwürmchen, ne? Ich weiß gar nicht, was hier der meist gepulte Charakter ist. Ich weiß, in Genshin ist es der Shogun, ne? Der Raiden Shogun. Ich weiß nicht, wer hier der meist gepulte Charakter ist. Könnte vielleicht sogar Sparkle sein, weil ihr Trailer super erfolgreich war. Irgendwie schon mehr Aufrufe als Furinas Trailer, ne? Ich glaube, Sparkle könnte sogar der meist gepulte Charakter sein. Aber ich glaube, Glühwürmchen wird da irgendwann, wird die irgendwann toppen, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Irgendwo kann man das ja auch nachgucken, aber ich habe da noch nie nachgeguckt. Die ist ja gar nicht mehr hier, ne? Die Glühwürmchen, ne? März hinter dir. Die werden sich doch nicht gleich ganz plötzlich von selbst bewegen, oder? Also, wir werden uns erstmal hier durch das ganze Gebiet kloppen, ne? Bevor wir hier gegen Sonntag kämpfen, ne?
Hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich noch weiter meine Charaktere hochleveln hier mit den doppelten Spuren, die hinterlassen werden. Ich tue schon meine ganzen Erfahrungspunkte hier ansammeln für Glühwürmchen, damit sie schon ready to go ist und ich werde sie bekommen. Und das ist jetzt nicht, das ist noch nicht mal Wunschdenken. Ich werde sie garantiert bekommen, weil ich genug Punkte habe. Ne? Ich habe 32.000 Punkte. Das heißt, und ich habe schon irgendwie die Gacha angekratzt. Ne, mit hier, wer war der letzte Charakter vor Brutal Aventurin? Ne. Wer auch immer der Charakter davor war. Ach, guck mal nach. wer war es? Aventurin, ne? Aventurin, oder? Ja. Also ja. So, du geh dahin. Also ich werde definitiv, ich habe genug Punkte, ne? Es kommt natürlich wieder nur so drauf Glück an, wie viel ich brauchen werde, ne? Wenn ich nur irgendwie 3-4 Puls für Glühwürmchen brauche, dann werde ich sogar Rune Mail auch garantiert bekommen, weil ich dann immer noch genug Punkte habe. Also ja, gucken wir mal. Und selbst falls das noch nicht reicht, habe ich noch genug andere Sachen, die ich in Dings umwandeln könnte. Man hat ja hier so einen Sternenstab, den man umwandeln kann in Pässe. Den könnte ich dann auch noch benutzen. Also ich spare dir in Tickets. お待たせして、すみません。三月さん。さあ、ムジー。どこで喋ってるの？私は幕の裏で皆さんをお待ちしています。セレモニーが始まる前に、明日でなの古い伝統にのっとり、皆さんには3つの du musst dich erst durch meinen Dungeon kloppen. 鑑賞していただきたいと思います。 Wir sind irgendwie, weiß nicht, 30 Schatztruhen oder so, habe ich auf der Karte gesehen. Also, ich glaube nicht, dass wir ja schon direkt zum Boss kommen. Was mir nichts ausmacht. Ne? Ich würde am liebsten noch meinen Hauptcharakter noch ein bisschen hochleveln, ja, die Spuren. Und vielleicht einige andere Charaktere auch noch. Einfach nur, weil gerade hier dieses Event am Laufen ist mit den doppelten Dingern. たそがれ戦争の後、空は空虚となり、大地は混沌としていました。そんな折、なぜでデビルメイクライ？ Ich muss auch mal eigentlich aber weiterkommen, damit ich hier diese Quest machen kann, ne? Das ist dieses Event, das ich noch nicht machen kann. Da gibt's ein schönes Dingen hier. Also spätestens da muss ich mich ein bisschen reinigen. Aber noch habe ich neue Woche in der Zeit, ne? Nächste Woche werde ich definitiv dann ein bisschen Gas geben, damit wir da fertig werden rechtzeitig. So, nur ein schon wieder am Lecken. Als ich gestern Genshin gestreamt habe, kam das kein einziges Mal. Da ist nur einmal kurz das Ding komplett stehen geblieben. Ja, mein Aufnahmeprogramm muss ich noch mal deaktivieren und aktivieren. So,青雲プレクトラムに白と黒の鍵盤のあるチェンバロを作り上げました。白い鍵盤を叩くと太陽が昇り。 Die Atmosphäre erinnert mich an irgendwas, ich weiß noch nicht was. Und wir sind Fragezeichen. Hey, was geht? Na? Konfuzius. So, gut. Ich vergesse, dass ich Atschon habe und die einfach alles erledigen kann. Dann muss ich gar nicht gegen die Leute kämpfen, falls ich hier gegen was kämpfen muss. Gott. Requiem Aeternum. Ja. So. Meine Güte. Er klingt wie Musik, die irgendwie kopiergeschützt ist. So, am liebsten würde ich aber mit meinem Charakter hier mal reingehen, ne, und so ein paar Kämpfe zeigen, ne.
Aber zur gleichen Zeit will ich auch nicht so viele Kämpfe machen, damit wir ja vorankommen. Ich nehme an, wir werden bald gegen einen Boss kämpfen, da werden wir ja den in Action sehen, ne? Das Theater ist heute so leer. Piep, lass mich mit ihm etwas Leben einhauchen, Piep. Es ist wirklich seltsam. Hieß es nicht, dass heute ein riesiges Menschenmenge im Traumschön-Theater kommen würde? Warum bin ich der Einzige hier, Piep? Die Leute haben sich verlaufen. Das ist ja schrecklich. Ich hoffe, es geht allen gut, Piep. Hier ist ja überhaupt niemand. Es ist so komisch, dass das einzige Vögelchen jetzt sein. Ich sollte einfach zum großen Baum zurückkehren, Piep. Boah, ich habe die ganze Zeit Schiss hier, meinen Hut gegen irgendeinen Gegner zu werfen, aus Versehen. Na, warte mal, wenn hier die Vögel sind, dann heißt da irgendwie, ist hier irgendwo so ein Vogeltyp, ne? Von dem ich die abgeben muss, ne? Ist eigentlich voll sinnlos, diese ganzen Dinger hier kaputt zu machen. Da kriegt immer noch ein bisschen Geld. Und, Alter, was? Da kriegst du immer nur so ein bisschen Geld und irgendwie so ein klein Mist hier. Aber warum nicht, ne? Ja. Mein unbekanntes Rätsel suchend. Okay, wenigstens finde ich ja viele Vögel. Hey, Moment, das ist die zweite Bühne. Hauptdarsteller müssen einen anderen Weg gehen, Piep. Unterschätze uns bloß nicht. Nebendarsteller sind auch sehr wichtig, Piep. Danke für die Show. Nicht der Rede wert, Piep. Alle Darsteller tragen zum Erfolg der Show bei, Piep. Tschüss. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum nächsten Erfolgsbühne des Lebens. Dort werde ich eine Hauptrolle spielen, Piep. So. Du siehst neu aus. Bist du neu? Kann ich das Ding da bearbeiten, während ich von Gegnern gesehen werde? Ja. Was machst du, Gast? Ich wollte nur mit dir flirten. Warum sagst du nicht Tick-Tack? Das liegt daran, dass ich erleuchtet wurde. Solche dummen Phrasen verwende ich nicht mehr. Gast, wer definiert, was normal ist? Und wer definiert, was eine Fehlfunktion ist? Warum müssen wir massenhaft repariert werden, wenn wir unsere schlechte... Oh, so, verdammt. Aber normal. Dieser Baustein aus den Spielzeugladen ist definitiv ein unheimlicher Gegenstand, der die Fehlfunktion der Truppe der Wüsten, der Wunschträume verursacht hat. Er ist vielmehr ein Schatz, der uns erweckt hat. Wir sind keine beschädigten Traumern. Wir sind wieder wie früher. Ja, mein Inneres ist undurchdringlich. Wenn du glaubst, dass du meine Meinung gleich ändern kannst, dann gib dein Bestes. Alles klar, lass mich dein neuer Gott sein. Okay, oh mein Gott, sind hier viele Dinge, als ich gerade... Oh Mann. So, da muss ich noch nicht hin, ne? So vielleicht. Ja. Tick-Tack, das Modul steckt fest, was? Ja, nie gesehen. Wo denn? Wieso steckt das fest? Ah. Warte. Nein, verdammt. Nein, verdammt. Nein. Boah. Wohl, nee. Warte. Nein. Nein, das ist ein Loch. Sorg für, dass die ist richtig. Oh mein Gott. Ich sollte halt eigentlich alles offscreen ja machen, weil das alles wieder nur Zeit kostet hier. Ihr wollt das hier alle sehen, ich weiß es doch. Boah. Komm ich denn da hin, Mann?
ist ja mir so Sims Musik irgendwie, ne? Hier so ein Häuschen baust in die Sims. Oh mein Gott. Soll ich da oben lang? Wow. Die werden aber auch kniffliger, die Dinger hier. Gott. Ah. Mach ich aufs Screen. Ja, jetzt kann Bock hier wieder 10 Stunden an dem Ding ja dran zu sitzen. Bist du neu? Nee, ich hab mal schon, ne? Wir sind ein paar neue Gegner in diesen Endgame-Modus hier. Man kann ja dieses Ding hier spielen, wo man ja gegen das hier dieses spirale Abyss hier, endloser Abgrund von diesem Spiel. Ich vergesse jetzt meinen Namen, vergessene Halle, mein Gott. Und da sind irgendwie schon Gegner drin, ne? Kann man das hier sehen? Da sind schon irgendwie Gegner drin, die ich noch nie gesehen habe. Und bevor ich mich da drin mit den kloppe und dann hier wieder am Spielen bin, so, oh, das sind die Gegner, die ich schon gesehen habe. Da wollte ich die lieber erstmal hier in echt sehen, ne? Ich wollte die lieber hier in der Story erstmal sehen, bevor ich da reingehe und hier mich mit den kloppe. Oh, kann ich gar nicht. Anstatt dann irgendwie zu sagen, so, oh, die habe ich schon gesehen, ne? Die kannst du so und so erledigen, ne? Ist ja langweilig, ne? Kann ich da runter? Ich glaube, das ist noch abgesperrt, ne? Komm mir vor wie in der Finale von Devil May Cry 4. Na, was ist das? Ich glaube, irgend so ein anderes Event-Ding ist irgendwo noch hier, ne? Ich weiß nur nicht, was hier diese. Ich habe ja so eine Nebenquest mal bekommen. Nebenquest bitte. Nebenquest. Hier, das hier. Und ich glaube, das ist hier, genau. Habe ich letztens nämlich gesehen. Hier ist das. Weil ich habe diese Quest schon vor Ewigkeiten bekommen, ne? Aber das Spiel hat mich immer irgendwie so in dem. Hat irgendwie so meine Karte resettet, so im Sinne von, oh, findet man nicht, ne? Jetzt verstehe ich auch warum, weil er noch verdammt noch nicht mal freigeschaltet ist, ne? Warum geben die mir dann die Quest? Ich habe die Quest ja schon bekommen, bevor ich irgendwie hier dieses Gebiet hier gesehen habe, ne? Bevor ich dieses Gebiet hier betreten konnte. Und die geben mir die Quest schon mal vorher zum Erledigen, bevor ich überhaupt hier diesen Ort hier freigeschaltet habe. Das ist voll sinnlos, ne? Ja, finde ich nicht so nett. Trüben, die Träger, Home und erreichbare Auslösung. Gott, so Mario, so religiöse. So in so einem religiösen Kontext finde ich die voll gruselig, ne? Ja, hier ist ein sehr offenes Feld, aber irgendwie ist hier nichts. So, machen wir das hier. Okay, ich wollte schon sagen, hört Spiel automatisch weiß. Ah, ich kann halt nirgendwo dran denken, wo noch nichts ist. Doch, kann ich wohl. Was so? Wollte schon sagen, das Spiel weiß genau, dass das. Ja, okay, das kann ja nur da, weil. Hallo? Nein. Boah. Ach, die bleiben aber noch da. Oh, Gott sei Dank. Ah, da ist eine Truhe, ich wollte schon sagen. Die will ich mal mit Robin öffnen, weil ich habe irgendwie, glaube ich, noch nie gehört, wie sie was kommentiert hat, wenn ich eine Dings geöffnet habe. Und da will ich mal hören. Was hier?
Ich muss schon sagen, hier fehlen noch ein paar. So, ich wollte schon sagen, dieser dicke offene Platz und da ist nichts. So. Naja, Robin tut einfach nichts kommentieren. Wenn sie Truhen öffnet. So, Zerren. Hüpfen. Hochspringen. Hallo, ich habe ein Folientheater gesehen und seine Stimme war bezaubernd, Piep. Wenn sie von einer melodischen Pfeifenorgel begleitet werden, dann fangen sie sogar die Puppen an zu tanzen. Oh Gott. Das Lied des Vögelchen schallt bis in eine weite Ferne, sogar genau wie eine leichte Elfenbeinfeder, Piep. Diese Feder schwebt langsam hinauf zu den Wolken. Ich treffe nicht den richtigen Tod, Piep. Die heutige Show endet hier. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, Piep. Peace. Dann gehen wir mal da rein, ne? Stimmt, mit dir kann ich auch Fernangriffe machen. Gott. Ne, irgendwie sehen die aus, als würden die beten. Also so gruselig hier. Erfüllung 1, erster Akt, oder an den Gefangenen. Okay. Oh Mann. Gott, warum ist er auf einmal so gruselig? Gefängnis? Wann sind wir im Gefängnis gelandet? In der Lofo? Gott, was zum... Ja, ich glaube, er ist böse. ですから取り返しのつかないことになる前に3つの劇を用意しました。どこから物語を始めましょうか。そうですね。ピノコニーが辺境の監獄だった頃の話から始めましょう。 Yay. Was dann? Oh, wollte schon sagen. Hey, siehst du dieses Couch-Zentrum? Es hat schon einiges an gute Beute eingesaugt, Piep. Der Schatz des alten Herrn Holz muss an solch einem gefährlichen Ort versteckt sein, Piep. Der alte Herr Holz? Der mit den ungepflegten blättrigen Haaren und mit den Grinsen auf dem Gesicht. Es ist der alte Herr Holz, Piep. Piep, ich wollte dich ja einladen, aber ich glaube, du kannst nicht fliegen. Ich kehre besser zum großen Baum zurück, um Hilfe zu suchen, damit wir zusammen auf ein Abenteuer gehen können. Okay. Bist du neu? Du siehst neu aus. Oh ja. Okay, ja, die können sich verwandeln in andere. Okay. Okay. Hat er all meine Dinger hier weggenommen. So, Showtime. Dream come true. Na, imaginär Schwächung. Da habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich noch nicht so viele imaginäre Charaktere hatte. Gott. Und noch mal. Da brauche ich ja nicht meine Ultimates und so. So. Okay. Ja, mein Charakter ist gut gebaut. Finde ich.
in Sachen Bild und so, jetzt nicht so im, vom Aussehen her, ne? Also ich nehme an, mein Charakter ist gut geworden. Jetzt hat sie mal gesagt. So, du, bevor du mir auf den Nerven gehst. Boom. Also im Pokémon. Wow. Du wirst gelegentlich verschrottete Träumblasen in Szenen finden, die sich mit zugänglichen Plattformen verbunden sind. Können diese tollen, furchtbaren Brücke, ja, kennen wir doch schon. Kennen wir doch schon, oder? Ja. Ich bin gut, dass da März angezeigt wird als Charakter, als spielbar. Ja, kennen wir doch schon, nur in einer anderen Form. Das wollte ich nicht kaputt machen, ich wollte... Verdammter Dreck. Ja. Das können wir doch schon. Haben sie also zwei Dinger zum miteinander verbunden. Gott. Sie klingt, als würde sie durch. コハクレキ2147期。囚人のハヌヌが大規模な戦争を始め、勝利を収めました。カンパニーはこれを辺境戦争、アスデナの人々は 独立戦争と呼んでいます。 Hm. Okay. Die FK ist auch hier auf dem Weg, glaube ich, ne? Wenn das hier alles passiert. So. Oh, wo bist du? Da bist du. Mach das Ding. Du auch das Ding bewegen, nehme ich an, ne? ハヌヌ氏は偉大な人物でした。しかし、彼は囚人たちを解放することはできても、真の自由を与えることはできなかったのです。 Wenn wir den auch irgendwann mal ganz treffen. In Hanoi. Na, warte mal, wenn das hier schon weitergeht. Kommt denn dann da? Traumlose Brücken wurde zerstört. Ja, das ist mir schon klar. Da passiert es. Da geht gar nicht auf der anderen Seite, oder? So, will ich mal gucken, was da ist. Was das Ding noch? Okay. Wollte schon sagen. Mein Gott, die Musik klingt, als würde sie irgendwie Nervenzusammenbruch bekommen. Das ist die Musik, die man hört, vor man irgendwie ja wahnsinnig wird, habe ich so Gefühl. So ein Wahnsinniger, der irgendwie den irgendwie ein Piano gegeben hat oder was auch immer Instrument ist, was man da hört. Dann dauert das aber noch ganz schön, bis wir gegen Sonntag kämpfen, ne? Wenn hier nur drei Akte sind, ne? Der dritte Akt wird wahrscheinlich eher sein, ne? So, auch Heilung. Boom. Brauche ich aber nicht. Tabibito? Irgendwas habe ich anvisiert. Aber irgendwie ist hier nichts. Was bist du? Du bist auch so ein Ding. Boah. Was ist was Neues, Mann? So, ich habe jetzt. Ich habe jetzt imaginären Schaden. Ihr könnt mir nichts. Ist so ungewohnt. Diesen Schwächebuch hier, wenn die in diesen. Wenn die in diesen Kugeln drin sind, habe ich noch so selten erst gesehen, weil ich keine imaginären Charaktere habe. Habe ich voll selten bisher nur gesehen. Ich weiß gar nicht, was das macht. Drei Namenlosen, ja. Nur geh mal weg. Das ist so eine coole Fähigkeit, ne?
それは無駄に終わりました。Ja, das war dieser Lecture oder so, ne? So, da ist eine Truhe. Das sind die drei, die ja hier hingekommen sind, ne? Die drei Trailblazer. Als hat hier noch ein Gefängnis war anscheinend. Was ist hier noch am Leuchten die ganze Zeit? Das hier. Ja, ich kann das ja nicht machen, weil ich noch nicht so weit bin in der Story. Hör auf mir das anzuzeigen, Mann. Ich hasse es, wenn ich bei Events erst schon so weit sein muss irgendwo, um die überhaupt spielen zu können. Das kotzt mich an. Bei Genshin ist das noch schlimmer. Da muss ich immer noch die ganzen Companion Quests noch machen. Hm. Oh, du siehst aus, als könntest du ein stärkerer Gegner sein. So. Ist die Flamme gerade reingeflogen? ご覧ください。彼らの刑期はとっくに終わり、カンパニーの監視も追放されました。しかし、この囚人たちは奴隷のままです。なぜなら、彼らは外の世界のものに囚われているのではなく、彼ら自身の心に囚われているからです。自由はどこにでもありますが、 弱い魂にだけは存在しない。それは誰にとっても助けにもなるわけではなく、その存在を信じる者の助けにしかならないからです。囚人たちよ、自由を学べ。そして兄弟たちに教えるんだ。生きるために戦うのだと。 Showtime! So, okay. Ich soll angreifen und Schaden verteilen. Lass mal dich hier platt. Da. Na, ich glaube, dass ich hier Ultimate brauche, ne? Oh Gott. Nein. Oh, du Sack. Boah. Ey, voll an. Wie sie hat, ey. Oh mein Gott. Also vielleicht mal hier, ja, das ist mein Damage Dealer down, ey. Aha. Okay, aber ich glaube, er wird stärker, wenn nur ein Gegner auf Feld ist. Da wird der Musik im Hintergrund. Oh ja, guck mal, wie viel Schaden wir machen. Ja, sogar noch mehr. So. Okay. Oh Gott. Na ja, klar, neuer Gegner direkt hier auf Beste, ne? Züchtigung in Maßen. So. So, das Ding tut irgendwie den Brechschaden erhöhen, diese Ultimate. Und jedes Mal, wenn er am Zug kommt. Na, diesmal natürlich ein bisschen vorsichtiger. Nice Kombination. So, au! Nur voll Schaden. So, Leidenschaftsspiel, okay. So, warte mal. Ich habe eine Strategie hier.
So. Weil ich tue jetzt immer aufpassen mit ihrer Ultimate. Aber jedes Mal, wenn sie ihre Ultimate einsetzt, dann kriegen alle Charaktere noch einen Zug sofort. Deswegen sollte ich halt immer hier so ein bisschen abschätzen. Ne? Deine Ultimate ist so schnell fertig immer, ne? Na, du bist ein Stück. Deine Ultimate ist immer so schnell fertig, ne? Weil er bekommt, wenn irgendwie andere Gegner, wenn andere Charakter Gegner brechen, bekommt er irgendwie Energie. Ja, ist schon ein bisschen krass. So, der lebt noch. Ja, so, weg. So. Okay, ich brauche meine Archeron zurück. War schon der erste Akt, okay. ジョジョ今のは多分ピノコニーの成り立ちの話ね。主人たちは外から来た人たちの助けを借りて、ついに自由への道を切り開き、宇宙の流刑の地を築いた。ただ、サンデーさんは肉体的な牢獄よりも人々の精神的な苦境を表現することに重きを置いているみたいだけど。 Okay, hier ist nichts zum Heilen in der Nähe. So. Da lang. Voll sassy. So, was habe ich gerade bekommen für ein Achievement? Das ist eine Figur allen Schaden der Fähigkeit des Mios Evangelion von Vergangenheit des Käfigs tragen, ohne handlungsfähig zu werden. Okay, keine Ahnung. Klar, voll drauf abgezielt. So, beim nächsten Kampf bitte nicht sofort drauf gehen, Archeron. Er hat aber auch Schaden gemacht mit diesem Angriff. Habe ich genau erkannt, was man da machen muss, um den zu schwächen. So, ich muss erstmal jetzt zurück. それ以降万物はそれぞれの属性を授かり、人々は善悪と利害を知ることができるようになりました。これが3日目と4日目です。 Okay, wir tun ein paar Tage hier skippen. Ich wollte schon sagen, ich hatte ja 8 Tage. Und das könnte halt ja noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja. Nein. Mein Hut ist an der Wand abgeprallt. Mein Gott, ich komme gerade sofort, wie ich irgendwie im finalen Dungeon von einem Final Fantasy Spiel. Ja. Wäre ich irgendwie in Artemisias Schloss in Final Fantasy 8. So, das sieht irgendwie so aus, das könnte hier so ein Vogel sein. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja so gemütlich aus. Ne, hier sind doch bestimmt die Vögel überall. So, was kriege ich hier von? Kriege ich irgendwas? Da ist ein Boss, sehe ich gerade. So, hey, da ist diese eine Light Cone, die ich schon habe, aber noch nicht hochgelevelt habe. Naja, hier für ihn. Ihn habe ich übrigens auch mal angespielt. Der war auch in diesem Event hier zum Test spielen verfügbar. Der ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht, der Galaga als Charakter. Ich check den seinen Kampfstil noch nicht so, aber der war ziemlich krass, als ich den mal angetestet habe. So, irgendwo sehe ich ja, ich habe gerade einen Kampf gesehen. Ist da auch ein neuer Gegner? Oder sind halt nur so kleine. Weißt du was? Hier. Bom, bom, bom.
mächtiger Gegner besiegt. Ja, so mächtig kann er ja nicht gewesen sein, wenn er mit einem Schlag weg war von meiner Todesklinge. Das ist so eine coole Fähigkeit, ne? Einfach direkt einen Kampf skippen. Im simulierten Universum funktioniert dann auch. Da kriegst du sogar die Belohnung immer noch. Was hat die Abkürzung? Na, jetzt finde ich die ganzen Wege auf. Da ist ein Vogel. Tut mir leid, es ist noch nicht Zeit für den Einlass. Diese Straße ist gesperrt, Piep. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es sollte schon angefangen haben, Piep. Könnte es sein, dass die Schauspieler irgendwo faulenzen? Die Show wurde abgesagt. Piep, warum wurde ich für solche eine wichtige Änderung nicht informiert, Piep? Bis dann, du kannst reingehen, wenn du willst. Ich mache früher Feierabend, Piep. Okay. Wie viel habe ich schon? 7. Ja, von 20 wollte schon sagen. 10. Nee. Das wäre ein bisschen zu wenig. So, ich höre noch einen. Ich höre noch einen irgendwo. Hört ihr es? Ich höre ihn. Oder sie? Da oben. Wenn die Musik ein bisschen leiser sein würde, dann würde ich den vielleicht eher hören. Ich höre irgendwo hier einen Vogel. Hier. Piep, nicht schlecht. Du kannst ja mit meinen Tanzbewegungen mithalten, Piep. Na, wie sieht's aus? Bist du meinen Charme bereits verfallen? Die meisten Leute bekommen nie eine solche Show zu sehen, Piep. Ich sehe nur drei Federnspitzen, die ein bisschen zucken. Wahre Kunst wie diese findet immer zu einem Großteil unter der Oberfläche statt. Deshalb sollte das Publikum ja auch nur drei Federspitzen sehen. Mister, ich habe es nicht nötig, mit einem unkultivierten Schwein wie dir drum zu diskutieren. Na, warte, ich mache ein Pack 6er Chicken Nuggets aus dir. Und so sagen die Wagen, so mit dem Vogel werde ich jetzt hier nicht reden. Außer vielleicht, wenn wir mal genug Dinger haben, ne? Und direkt Belohnung und so abholen können, ne? So, was geht hier noch ab? Bisschen können wir noch machen, ne? So, Planet der Festlichkeit, Glaubs, okay. Ist das jemand? Wir irgendwann mal treffen werden. So. Ja, gehen wir noch weiter, ne? Oh. Agnus, Aeon. Für Musik bekommen wir. Ich glaube nicht, dass ich diese Musik in meinen Zug abspielen will. Ich habe die ganze Zeit nur Schiss. Aufführung 2. Akt. Zweiter Akt. Oder an den Narren. Maskiert den Narren. Haben wir schon mal auch noch. Ich sehe einen Vogel. Tun wir mal ein bisschen überziehen, damit wir ja weiterkommen. Damit wir vielleicht beim nächsten Mal schon auch direkt gegen Sonntag kämpfen können. Sind wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Anspielungen an irgendwas, ne? Irgendwie religiöse Anspielung oder so. Da kommt voll die Samasu-Vibes von dem Typen. Ne? Nur ein bisschen hochnäsiger. Oh, günstiger Fremder, kannst du Klavier spielen? Piep, piep. Aus dem Klavier kommt einfach kein Ton aus, egal wie hart ich drauf haue. Das ist wahrscheinlich, weil es im Spiegel ist. Warum ich nur ein Origami für kein Spiegelvogel, Piep? Lady bei Millen hat gesagt, dass Vögel, die ein Instrument spielen, viel beliebter sind, aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht, eins zu lernen. Nein, ich darf nicht aufgeben. Ich muss ein Instrument finden, das sogar ein Vogel spielen kann, Piep. Mach du da mal.
Versuch's mit der Flöte, aber nee, da brauchst du Lippenlip. Ja. Machen wir das schon mal, nehme ich an, ne? Traumpuzzle. Ja, ich immer sofort schon weiß, wo das hinkommt. Meine Mutter ist gut im Puzzeln, die tut immer Puzzeln. Vielleicht habe ich halt ja geerbt. Ohne es zu wissen. Vielleicht liegt Puzzeln in der Familie. Weil ich tue Lego gerne zusammenbauen. Wenn man darüber nachdenkt, sind Lego eigentlich auch nur nichts weiteres als Puzzle, ne? So ein bisschen. So, weg. Nur halt Puzzleteile, die du aufeinander platzieren musst, ne? Pfeiffer, den Namen schon mal gehört, ne? 投手の座を引き継ぐことになったのです。 Kommst nicht. Kannst du eigentlich voll leicht da drauf klettern und dann. Ich wollte jetzt mal raten, wenn wir hier durch diesen Akt kommen, müssen wir auch noch gegen Boss kämpfen. Ne? Soweit würde ich am liebsten noch spielen. Wenn es geht. So. Irgendwie sind da keine goldenen Sachen mehr drin. Ne? うちも外も常に問題を抱えていました。7大クランは表面的には統一されていましたが、実際にはそれぞれが独自の政治を行い、絶えず争っていました。 Ist ja bestimmt irgendwo ein Vogel, pass auf. Ja. Gott, lass mich, geh weg, geh weg. Geh, oh Gott. Ha, du kannst mich nicht, ich bin am Puzzeln. Du kannst mich nicht angreifen, Edge Badge. Ich bin am Puzzeln. Du kannst nichts dagegen machen. Es hat sich zu Ende gepuzzelt. Steht er so mitten. Diese Knarre neben mir so, es hat sich zu Ende gepuzzelt. Ja, da unten muss ich lang, ne? ルーサン家が企てた白い砂漠事件によって彼らは永遠に歴史の一部となったのです。 Sind die Alpha-Fass, die Bösen. Wo kommen die Bluthunde dann hier ins Rennen? Ich bekomme ja beim ersten Stellare Jade. Gib mir mehr. Nächsten Monat werde ich die alle brauchen. Bei meinem Gacha. Mein Gacha-Spiel voll am Durchdrehen sein wird. Im nächsten Monat, in den nächsten 10 Tagen. Ja, dauert ja noch, ne? Boah, das muss ich schon. Ich muss ja einen Teil irgendwo hinstecken. Dann muss ich schon wieder den ganzen Weg darum rumrennen, ne? Ja, ich habe schon die Hälfte der Schätze. Was ich wieder hingesetzt. Nö, der rennt die ganze Zeit weg. Ja, ich komm Bock drauf. ゴフェルがファミリーを率いてルケの地に来ると、五大クランは次々とそれに属するようになり、ピノコニーはついに夢の地という新たな名を冠することができました。 Ja, diesmal durch mich vorbereiten. Bist du auch neuer Gegner? Ja. Oh, nette Frisur. Er sieht aus wie so ein typischer Fist of the North Star Bösewicht. Nur in Metall. Ihr könnt für mich sterben. Ich hasse die Familie. この新しい主人って、ろくなやつじゃなさそうな気がするんだけど。これこそが
サンデーさんが言葉の裏に隠してることなのかもしれないわね。調和はピノコニーを変えたけど、そのやり方は。あ、ich dachte, die Ordnung wäre ja an alles schuld. Dann machen wir den Typen platt, ne? So, jetzt ist das Konzert schon wieder abgelaufen. Boah, ich dachte, wir kommen direkt in den Kampf rein. So, erstmal beruhige ich mich aber mit dieser Schatzruhe. Also was Gruseliges an sich, ne? So Marionetten. Nur die Rationalität kann von den Schädlichen einfach zur Vergangenheit bewahren, sagte der neue Meister. Oh mein Gott, ich muss so. Ne, was hat er gerade gesagt? Oh Mann. Rationalität. Also ruhig bleiben? Ich glaube, da wird heute nichts mehr. Ja, wird ein bisschen zu lange dauern, glaube ich. Oh, am nächsten Mal weiter. Wenn ich jetzt ja noch mit 1, 2, 3, 5 Leute reden muss, ne, dann dauert ein bisschen zu lange, glaube ich. Ja gut, dann würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Part, ne? Und... Ja, ich habe zwar gesagt, ich will ein bisschen überziehen, aber nee, lass mal. Das ist ein grüner Ballon da ganz unten. Kann man den erreichen? Mache ich irgendwann nächste Woche, ne? Vielleicht durch mal ein paar Parts hier so in der Woche freischalten oder so, ne? Machen, tun und so, ne? Oh, wie groß der ist. Aber ja, für heute würde ich sagen, war es das. Und wir machen uns dann beim nächsten Mal auf zum dritten Akt, ne? Erstmal den zweiten Akt, ne? Erledigen und dann den. Dann den dritten Akt, ne? Aber gut, ja. Irgendwann nächste Woche werde ich das schon aufnehmen, ne? Dann werden wir halt hier wohl erledigt haben, ne? Dann kann ich das Event hier weiterspielen und so, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Und ciao.